Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Icarus. Und ja, ich bin Level 16 schon geworden und ich war sehr, sehr fleißig. Ich habe sehr, sehr viel Stein abgebaut. Hier ist auch nichts mehr. Hier steht nicht mehr viel rum. Und zwar habe ich, und ich zeige es euch, habe mir hier gebaut die Textilbank. Mit der Textilbank habe ich mir den Lederrucksack gebaut und damit habe ich mehr Slots. Und in der Steinmetzbank habe ich diese Steinrahmen gecraftet. Man sieht es hier, 20, 40, 60, 70, 71 Stück. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich da tragen kann. Ah, ist schon zu viel. Das geht auch. Okay, da müssen wir damit leben. Und heute geht es darum. Ich bin jetzt ein bisschen langsam unterwegs. Und zwar da unten. Ich möchte ja meine Base, meine Hauptbase möchte ich ja hier ins Wasser bauen. Hier runter in das Wasser. Und es wird hoffentlich, so wie ich es mir vorstelle, richtig schön. Und anfangen möchte ich da vorne an dieser Landzunge. Da möchte ich mir einen Weg reinmachen. Und von da werde ich mich dann ausbreiten. Und da gehen wir jetzt mal hin und dann setzen wir die ersten Klötze hier. Denn diese Steinrahmen haben einen riesen Vorteil. Ich gehe mal runter aufs Gras. Man kann nämlich hinterher in diese Steinrahmen Holzböden einsetzen oder Steinwände oder Beton. Oder sonst noch was, das kann man da einsetzen. Und dann kann man sich die Gehwege wirklich schön irgendwie markieren. Und auch die Base dann einen schönen Fußboden reinmachen. Aber das werden wir alles sehen später. Halt, den Bogen könnte ich mal reparieren. So. Dann gehen wir mal rum. Oh, das hört sich nach Krokodil an. Ich weiß halt bloß nicht, wie die Krokodile auf die Rahmen reagieren, ob sie sie neu kaputt machen oder ob sie sie irgendwie ignorieren. Das werden wir jetzt dann auf alle Fälle, oder unten liegt schon eins, ein Krokodil, und ich bin überladen. Das ist nicht gut. Müssen wir auf alle Fälle umlaufen. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich so einen Steinhaufen abschmeißen. Der geht jetzt ins Wasser. Der geht jetzt ins Wasser. Ich habe mir schon wirklich die schönste Stelle ausgesucht mit Krokodilen. Woanders wären sie wahrscheinlich nicht, aber mir gefällt es hier. Und um die Map weiter zu erkunden. Nee, wir bauen hier. So, diese von dieser Landzunge aus will ich starten. Das Krokodil liegt noch da hinten. So, und ich möchte es auf alle Fälle so machen. Jetzt legen wir mal die ersten Öfter auf die 6. Ich möchte es auf alle Fälle so machen. Da ist die Langzunge. Dass das hier oben. Das hier, glaube ich, ist der höchste Punkt hier. So, dass wir hier noch ein bisschen rausschauen. So machen wir das. Ich setze jetzt erst einmal eine Doppelreihe. So,
die reicht hier noch aus. Jetzt ist es aber ziemlich hoch, ne? Ist vielleicht doch nicht so. Vielleicht doch nicht so ideal. Nee, machen wir nochmal weg. Gott sei Dank geht hier nichts kaputt. Die kriegen wir alle wieder ins Inventar. Das müssen wir dann irgendwie anders da lösen. So, jetzt haben wir die wieder. Jetzt warten wir mal, bis das Zeug verschwindet. Und dann gehen wir hier mal ein bisschen übers Wasser. So wären wir drin. Machen wir mal so. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja. So, die nächsten 20. Ja, das wird schön. Da vorne muss man dann wirklich was einfallen lassen. So, ich würde sogar sagen, da geht es ja in die Tiefe. Dann, hey, kaum baut man Weg, kommen schon die ersten Tiere. So, dann machen wir hier unten noch einen rein. So, und dann würde ich jetzt hier mal eine Fläche machen. So, sind sie schon alle? Ja. Gut. Hier können wir noch trinken, das passt. Und hier, in diese Quadrate, kann man dann hinterher irgendwas anderes einsetzen. Steinplatten, Holzboden und was weiß der Geier noch alles. So, und jetzt kümmern wir uns auf alle Fälle mal um den Burschen hier. Okay, ich habe noch getroffen. Oh, der ist sogar tot. Level 10 war er. Ich würde sagen, ich hole jetzt einmal die nächsten Steinchen. Ich weiß gar nicht, vielleicht sollte ich auch rüber schwimmen. Hm? Vielleicht wäre das kürzer. Aber man sieht es jetzt hier von unten. Der Anfang ist gemacht.
Wir werden sehr, sehr viel Stein brauchen. So, jetzt nehme ich auf alle Fälle die 40 noch mit. So, das können wir verspeisen und das können wir fallen lassen. Hier ist noch ein bisschen Fleisch. Das nehmen wir mit. Das kommt rüber. Okay, von denen haben wir eigentlich genug hier. Raus damit. Hier sind 20. Okay, also Essen haben wir ja genug. Und jetzt, ich mach mal lieber die Tür zu, da gehen nämlich die Viecher gerne rein. Jetzt wäre es natürlich, hier ist im Moment nichts zum Testen, ob das Schwimmen kürzer wäre. Probier es jetzt einfach mal, dass ich da runterkomme. Schauen wir mal, aber ich glaube, das dauert genauso lang. Jetzt darf kein Krokodil kommen, dann bin ich aufgeschmissen. Na komm, mein Freund, schwimm. Weit ist es nimmer. Ich könnte ja eigentlich gleich einmal hier mich wieder reinlegen und gleich einmal unter Wasser schauen. Ob das ausgeht oder ob da noch irgendwo eine Lücke ist. Das sieht gut aus. Da ist alles geschlossen. Halt, hier ist eine Lücke. Da schau an. Das wollen wir natürlich nicht. So. Genau. Da rein. Und da rein. Oh. Du sollst da unten rein. Genau. Ah, jetzt komme ich nicht hoch. Ja, was haben wir denn hier? Servus, mein Freund. Ja. Die wächst wirklich dadurch. Also, Nummer 6. Machen wir hier einen. So, da hätten wir ja, eigentlich haben wir hier schon eine große Fläche. Aber ich würde gern hier noch mal eine machen. Ich hoffe, die Steine reichen noch aus. Hier ist es anscheinend nicht so tief. So,
So, das war jetzt hier und dann wird man das Ganze hier auch nochmal machen. Ah, hier ist es tiefer. So, ich habe noch 20 Stück. So, das sieht doch gut aus. 15 Stück hätten wir noch. Dann machen wir mal jetzt hier nochmal eine Reihe. Okay, hier braucht es keinen. Jetzt sind noch 4 Stück übrig. Und die 4, die machen wir jetzt. Hier machen wir 2. Und hier 2. Genau. Gut, das wäre jetzt einmal die Grundfläche. Und jetzt geht es darum, mal die ersten Wände aufzustellen. Dafür brauchen wir Stein. Viel, viel Stein. Und da legen wir jetzt gleich einmal los. Machen wir den hier gleich mal weg. Und ich höre schon wieder Krokodil. Oh, wir sind Level 17. So, wo ist denn das Krokodil? Level 10er. Der kommt schon wieder. Das war ein Level 10er, den nehmen wir mit. So, ich höre einen Wolf. So, das war's jetzt aber. Irgendwo ist noch ein Krokodil. Also mit dem Jagen steigt man wirklich sehr, sehr schnell im Level. Irgendwo da hinten ist noch ein Krokodil. Da, oh, 38. Oh oh. Oh oh. Ich komm schon hoch mit dir. Shit. Wo sind sie, die Burschen? Mal den Bogen reparieren. Okay, die kommen nicht.
So, da unten ist unsere Fläche. Sieht eigentlich von da oben aus klein aus, aber das wird schon. Also ich möchte hier meine Beete drauf machen. Ich möchte meine Tiere halten, natürlich meine Base bauen und meine Werkstatt bauen. Und das wird noch viel, viel größer, aber es braucht viel Material. Und das werde ich jetzt wieder vorbereiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wie ich weiterbaue. Danke fürs Zuschauen. Servus.